Ja, so ein gewisser Knackpunkt bei den Reformatoren, da muss ich jetzt ja immer darauf zu sprechen kommen, war ja die berühmte Prädestinationslehre. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ja, wie soll ich Ihnen das auf die Schnelle erklären jetzt? Also Prädestination, zu Deutsch Vorherbestimmung. Das meint, dass all das, was wir hier unten auf Erden anstellen, irgendwo so auf so einem Masterplan da oben schon vorprogrammiert ist. Ja, ja, so weit, so gut jetzt erstmal. Ja. Aber jetzt kommen natürlich die Probleme. Die einen fragen sich nämlich, ja Moment, wenn schon alles prädestiniert, also vorherbestimmt ist, was soll ich mich hier unten überhaupt noch am Riemen reißen? Hier zum Beispiel meine Helma zum Hause. Wenn sie mal ewig nur am Rummaulen, die Frau. Ewig und drei Tage. Furchtbar, furchtbar. Kannst du nicht mal dieses, kannst du nicht mal jenes. Guck mal, wie deine Schuhe schon wieder aussehen. Mülleimer könntest du auch mal wieder runtertragen. Wisst ihr was? Mit der Prädestinationslehre in der Tasche werde ich ihr demnächst einfach sagen, weißt du was, Helma? Dass ich hier jetzt mal ganz in Ruhe meine Sportschau zu Ende gucken tue. Da kann ich gar nichts für. Das ist alles vorherbestimmt. Prädestination, wenn du vielleicht schon mal was davon gehört hast. Tut mir leid, der Mülleimer muss heute mal selber runterbringen. Aber mit solchen Tricks konntest du ja dem Luther nicht kommen. Nee, nee. Oh, wie hat er mal gehört? Und wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch meinen Kabelanschluss beantragen oder so ähnlich. Ja. Ja, schön wäre es, aber an der Stelle hat sich jetzt wieder der Calvin, ja, haben wir schon gehört, aus Genf, ja, in die ganze Sache eingemischt. Ja, Moment, so einfach, wie ihr Lutheraner euch das denkt, ihr seid auch nicht mit der Prädestinationslehre. Im Grunde genommen gibt es nämlich gar keinen, so der Calvin, gar keine einfache, sondern immer nur eine doppelte Prädestination. Vorherbestimmung zum Guten und Vorherbestimmung zum Schlechten, Himmel oder Hölle. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ja immer unsere Tante Ruthild ein. Ja, Moment, lass mich nicht lügen, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, war das? Ah ja, auf der Beerdigung vom Onkel Heinz, Moment. Wie sie damals mitten am Friedhof statt der Rosen versehentlich den Regenschirm in das Grab geworfen hat. Das geht ja gar nicht so weit. Ich sagte damals direkt zu ihr, die schönen Baccarat, echt, die waren so teuer. Hätte sie mal vom Markt genommen, hier am Friedhof nehmen sie auch vom Lebendigen, aber... Tante Ruthild hätte immer schon ihren eigenen Kopf gehabt. Hören Sie mal, schon damals in der Schule haben wir immer gesagt, die Ruthild, wenn die mit dem Kopf vor der Betonwand läuft, dann tut mir die Betonwand leid, echt. So, was war jetzt? Jetzt stand sie da mitten auf dem Friedhof, war am Heulen. Was heulst du denn so? Frage ich nur so ganz freundlich für Sie. Ja, was heulst du denn? Wegen Heinz oder wegen Schirm? Ich glaube, sie wusste es selber nicht so ganz genau. Herr Pfarrer, was soll ich denn jetzt machen? War sich jetzt immer die ganze Zeit dran. Das war nämlich ein ganz guten hier von Rossmann, hier in Kerpen auf der Schiffsstraße, wenn Sie wissen, wo das ist. Oh, da bin ich noch so günstig dran gekommen. 9,80 Euro sollte ursprünglich kosten. Und da haben Sie mir für einen halben Preis gelassen. Ja, und warum? Nur weil das ein kleiner Dötsch am Griff ist. Aber ich bitte Sie, das kriegt doch kein Mensch mit. Das wird doch nie jemand gewahr, sowas. Ja, so war sie jetzt dran, mitten am Friedhof. Passen Sie auf, Frau Finchen, meint der Pfarrer zu ihr, das kriegen wir wieder hin. Ich sorge dafür, dass Sie Ihren Schirm wieder kriegen und Sie geben mir jetzt mal Ihre Rosen. Die stellen wir dann zu Hause in der Kirche auf den Altar und dann haben alle was davon. Ich denke, Ihr Herr Bruder, so wie ich ihn gekannt habe, hätte sicherlich auch nichts dagegen einzuwenden gehabt. Ja, da guckt sie nur allerdings so ein bisschen wie ein Bagger aus der Wäsche, die Tante Ruthild. Sie ist ja sonst gar nicht so für Kirche, aber da hat der Pfarrer sie doch eine angekriegt. War geschickt gemeint, nee, gib ihm nichts. Nee. Schon war sie am nächsten Sonntag da. Ja, natürlich nur zu sehen, wie ihre scheiß Rosen auf dem Altar standen. Logo. Sie werden sehen, Frau Finchen, meint der Pfarrer zu ihr, Sie werden sehen, die halten sich. Das ist Qualität. Mindestens 1 bis 2 Wochen. Ja, und das Tante Ruthild natürlich wieder hin am nächsten Sonntag. Und die Baccarat schön wie am ersten Tag und am nächsten Sonntag wieder und so weiter. Tante Ruthild immerhin, wochenlang, wochenlang. Wenn das der Heinz noch mitgekriegt hätte... War sie jetzt immer so dran, ja? Wenn das der Heinz noch mitgekriegt hätte, was täte er sich freuen? Dass die Rosen inzwischen mehrfach ihre Farbe gewechselt hatten, hat sie anscheinend nicht so ganz auf der Reihe gekriegt. Und dass die Küsterin jetzt jeden Samstag zum Markt hin musste, um Nachschub zu besorgen, auch nicht. Aber was soll es? Schon 3 Monate später war Tante Ruthild 2. stellvertretende Kassenprüferin in der Frauenhilfe. Hören Sie mal, wenn das keine Vorherbestimmung zum Guten ist, dann weiß ich es auch nicht.
Du brauchst kein Star zu sein, den jeder kennt. Nicht Primadonna und nicht Präsident. Auch tu dein Bischofshut nicht eben Not. Du musst nicht Diva sein, nicht Fußballgott. Du brauchst nicht Kanzler werden, nicht Miss World. Nicht einsames Genie, nicht Tugendheld. Nicht Mutter der Nation, nicht Number One. Beim Markt der Eitelkeit kommt's auf was anderes an. Man kennt sich und dreht sich, die Spiegelflächen sind poliert. Man trifft sich, versteht sich, man plaudert und man applaudiert. Heute ist man Gockel, morgen ist man Pfau. Beim Markt der Eitelkeit nimmt man's nicht zu genau. Du brauchst nicht Champion sein, nicht Matador. Nicht Dirigent und auch nicht Herr Pastor. Auch ist der Stuhl des Teamchefs schon besetzt. Sei doch darüber nicht so sehr entsetzt. Die gute Botschaft, sie ist knapp und klar. Ein bisschen Schaum ist für uns alle da. Das Wichtigste bei Herren und bei Damen, vor allem macht ihr Irrsinn.